nächste Kampf findet statt im Weltergewicht. Minus 77 Kilogramm. Wir haben in der roten Ecke Takato Okada aus dem Judo-Club en masse in Frankreich. Ich bin gespannt, ob wir Seonage oder Uki-Ashi-Barai oder sonstige Judo-Techniken sehen werden. Und sein Gegner ist Walid Hunka aus der MMA Factory in Paris, Frankreich. Zweimal fünf Minuten wird gekämpft. Walid startet mit schönen Kicks zum vorderen Bein von Takato. Takato Stand-Up sieht etwas steif aus. Also ich erwarte, dass er früher oder später versucht, die Distanz zu überbrücken und in den Infight zu kommen, um seine Judo-Skills auszuspielen. Ja, schöner Block von Takato. Vielleicht ist er doch gar nicht so ungeübt im Stand-Up, wie ich zuerst dachte. Gute linke Hand. Takato steht in der unorthodoxen Auslage, das heißt, er steht mit rechts vorne, die linke Hand ist hinten, Walid steht normal, also in der Normalauslage, links vorne, rechts hinten, normalerweise ist immer die stärkere Hand hinten. Oh, schöner Low-Kick von Walid. Takato hat den gespürt, hat sich weggedreht und wurde direkt mit weiteren Schlägen zum Kopf dafür bestraft. Hier, Takato ist immer, wenn er unter Bedrängnis kommt, etwas unsicher, wie er sich genau verteidigen soll. Schöner Jab von Walid. Immer wieder der Kick von vorne aufs Knie. Oh, schöne Kombo von Walid. Jetzt macht Takato Druck nach vorne. Wird aber ausgesprawlt und landet in der Unterlage. Jetzt wird es interessant zu sehen, wer jetzt von hier dominiert. Walid ist oben, kann von hier natürlich besser ground and pounden. Aber Takato aus der Guard-Position von unten kann, wenn er gefährlich ist, Submissions ansetzen. Bisher neutralisieren sich beide recht gut. Kaum harte Treffer von Walid, aber auch keine wirklichen gefährlichen Ansätze von Takato. Jetzt kam ein schöner Ellbogen durch. Und Takato versucht hier einen Fußhebel oder einen Beinhebel anzusetzen. Oh, Knie, das war illegal, illegales Knie. Takato war noch auf dem Boden. Deshalb durfte noch kein Knie zum Kopf gebracht werden. Und somit hat Takato 5 Minuten Zeit, sich zu erholen. Sieht aber so aus, als wäre er schon wieder kampfbereit. Will gar nicht länger Pause. Und der Kampf geht weiter. Auch da war bestimmt keine Absicht hinten dran, sondern im Kampfgeschehen hat Walid einfach nicht beobachtet. Oh, harte Spinning Backfist zum Hinterkopf. Und gleich ein Kick hinterher. Aber Takato Was ist hier los? Keiner weiß genau, was passiert ist. War es der Ellbogen? War die Schulter kurz draußen? Ich bin gerade ratlos. Vielleicht hat sich Walid bei der Spinning Backfist die Schulter ausgekugelt, weil kurzzeitig habe ich auch gedacht, sein Arm bewegt er nicht mehr wirklich. Aber jetzt scheint wieder alles okay zu sein. Vielleicht hat der Wurf von Takato die
ausgekugelte Schulter von Walid wieder an Ort und Stelle gebracht und er hat ihm somit den Arztbesuch erspart. Jetzt wird diskutiert, wie es weitergeht. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, was hier vor sich geht. Takato hat auf jeden Fall Kämpferherz gezeigt. Er wurde erst mit einer harten Spinning Backfist getroffen, dann kam gleich noch ein Kick hinterher. Direkt danach hat Walid sich aber etwas merkwürdig verhalten, hat keinen Druck mehr nach vorne gegeben, sondern hat wie den Kampf unterbrochen, während Takato seinen Rücken hatte und seinen einen Arm hängen lassen. Der Ringarzt untersucht die Schulter gerade, also es scheint so, als wäre die Schulter vielleicht kurz rausgesprungen. Und jetzt geht der Kampf weiter. Nachdem der Kampf abgebrochen wurde, geht er jetzt weiter. Auch unüblich, habe ich glaube ich so auch noch nie gesehen, aber man kann ja immer noch was Neues dazulernen. Harte Treffer von Walid, der schön mischt Schläge mit einem Takedown und versucht jetzt hier Ground and Pound von oben regnen zu lassen. Takato geht wieder zum Fußhebel, versucht sich einzudrehen. Walid muss schauen, dass er das Gewicht auf dem Bein hält. Takato dreht sich drunter durch. Aber Walid macht es gut, scrambled da raus, ist aber noch nicht ganz aus der Gefahr. Kann jetzt aber mit hartem Ground and Pound Takato angreifen. Der muss wirklich Distanz zwischen sich und den Gegner bringen. Jetzt wird's gefährlich. Takato hat die Ferse, kann jetzt einen Heelhook ansetzen. Aber Walid macht es bisher gut, dreht sich da raus. Und jetzt ist der Kampf vorbei. Knie wurde abgedreht. Hoffentlich sind die Kreuzbänder nicht durch. Aber das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, es ist nur Walids Ärger über die verlorene Submission und nicht das kaputte Kreuzband, das ihm so Schmerzen bereitet. Weil Kreuzbandverletzungen dauern immer sehr lang und sind unschön zum Heilen. Lisa, merci beaucoup, Lisa. Er hält sich auch noch die Schulter. Takato bedankt sich, obwohl er in allen Bereichen eigentlich unterlegen war, gewinnt er den Kampf durch Submission und geht in asiatischer Manier ohne groß Aufsehen zu erregen. Ganz